Wie bereits berichtet wurde, schließt man hinter den Kulissen aus, dass Finn Bálor rechtzeitig zum Royal Rumble fit wird. Nun wurde jedoch bekannt, dass Bálor für den am 18. Dezember stattfindenden Roadblock Pay-Per-View von Raw angekündigt ist. Ob er dort ein Match bestreiten wird oder nicht, ist noch unklar. Hinter den Kulissen sollen beim Marktführer viele Bedenken bezüglich des anstehenden Matches zwischen Goldberg und Brock Lesnar bestehen. Man hat die Befürchtung, dass die Crowd in Kanada, dort wo die Survivor Series stattfindet, auf die Seite von Lesnar turnt. Man will alles Mögliche versuchen, um die Fans vor Ort auf die Seite von Goldberg zu bekommen. Ein Fiasko wie bei WrestleMania 20 will man um jeden Preis vermeiden. Dass Ronda Rousey demnächst bei WWE auftritt, wird immer wahrscheinlicher. So hat sie nämlich bekannt gegeben, dass sie bald ihre aktive MMA-Karriere beenden wird. Experten gehen von maximal 3 weiteren MMA-Fights von Rousey aus. Anschließend könnte sie sich tatsächlich im Pro-Wrestling-Business versuchen bzw. WWE widmen. Die Planungen von WWE umfassen tatsächlich auch die Einsetzung eines großen MMA-Stars. Rousey ist als mögliche Involvierte im Gespräch. Weitere Namen sind Paige VanZant und Conor McGregor. Nach dem Rassismus-Skandal um Hulk Hogan gibt es eine neue Meldung zur Rückkehr des Hulksters. Seine Tochter Brooke Hogan bestätigte, dass gewisse Leute wegen WrestleMania bei ihrem Vater angerufen hätten. WWE möchte also anscheinend, nachdem etwas Gras über die Sache mit dem Skandal gewachsen ist, ein Comeback des Hulksters in die Wege leiten. Aktuell kursieren Gerüchte um einen Backstage-Fight zwischen Chris Jericho und Sin Cara bei einem Live-Event in England. Hier soll Sin Cara Chris Jericho nach einer kleinen Rangelei ausgenockt haben. Sowohl Sin Cara als auch Chris Jericho sind in vergangenen Monaten bereits aufgefallen durch körperliche Auseinandersetzungen backstage.